Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Icon 5, hol dir dein Hype Top 40 Runde 2 von Rap Lorue auf Icon rüber geswitcht. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start, kommt gerne vorbei. Ich bin live auf Twitch x Mehmet 1212. Immer wenn was Neues von Icon kommt oder von Rap Lorue kommt, gehen wir am selben Tag noch live auf Twitch. Deswegen kommt gerne vorbei, erster Link, kostenlosen Follow da lassen. So. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, alle sagen Icon, Icon, Icon. Ich bin jetzt mal gespannt. Da ist sie. Die Icon Jury. 15 Jahre. BZ, der heute aussieht wie eine wunderschöne Biene. Und einfach nur Emre. Ey, was ist da los? Was ist das denn? 16 Jahre schon. Geld, Jungs. Ich dachte, du hast kein Geld, Junge. A5, was ist los? Los? Hat sich vieles verändert seit Icon 4? Bruder, ihr wisst doch, Icon regelt. Ey, was läuft bei dir? Seid ihr ready? Natürlich. Ey, was ist das? Bruder, ihr wisst doch. Bruder, hier, Icon geht raus. Oh, Mama, fertig, Abi. Jungs, Jungs. Habibi, let's go! Ich habe euch gesagt, für mich Icon 5 geht erst ab Runde 2 los, weil auch Icon 4 für mich ab Runde 2 richtig Spaß gemacht hat. Weil die Boof-Runden, da muss erstmal dick aussortiert werden. Da müssen die ganzen Schwachen raus. Und jetzt haben wir auf jeden Fall die Starken da. Ja, gute Idee. Chat, schreibt mal alle eure Favoriten rein und mal gucken, ob von euren Favoriten es jeder geschafft hat. Können wir dann mal gucken. Schreibt mal eure Favoriten gerne rein. Spiel dich mein Leben, dieses Icon, Alter. Infinite, also Race. Ist ja kein Spaß. Das, was wir alles hier geplant haben, Moredon, das, was also vor sich gehen wird. Absolute Randale. Die Jungs Baru, sind echt scheiße. Baru, Hasuna, Race, Vito, Baru, Biggie. Okay, wir gucken mal. Ah, ich will nicht, dass das Video gelb wird. Auch zwischen den Aufnahmen, als ich hier draußen war, habe ich die frische Luft auf jeden Fall genossen. Mehr kann ich nicht sagen. Boah, mein erster Location irgendwie. Also ich weiß, was du meinst. So verlassen, so eine verlassene Atmosphäre, so. Also ich fühle mich schon so ein bisschen nervös. Sagen, als ich hier zuerst ankam, war ich schon ein bisschen geschockt. Aber ich fand es auch relativ interessant, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Und der Gesamteindruck vor. Ach du Scheiße. Er ist wirklich interessant. Ich glaube, der ein oder andere wird sich hier wie zu Hause fühlen. Und der ein oder andere wiederum wird, glaube ich, einen Knacks bekommen. Geisteskrank. Ich glaube, also, wenn ich so drüber nachdenke, was hier alles passiert, wird einfach nur geisteskrank. So Jungs, wir haben die Top 40 zusammengestellt. Masali ist aus privaten Gründen abgesprungen. Wir müssen jetzt den Slot auf jeden Fall füllen. Nein, was? Masali ist aus privaten Gründen abgesprungen. Fängt ja gut an. Aber Alan ist weiter. Also Alan ist noch da, das ist schon mal gut. Technisch könnte er richtig gut Leute auf sich ziehen. So. Aber das ist... MNS auch? MNS ist aber gar nicht weitergekommen. Oder? Oder ist er weitergekommen? Keine Unterhaltungsshow, wir sind eine Rap-Show. Oder was siehst du denn in der? Aber wir haben doch noch andere, die musikalisch überzeugt haben. Direkt in der? So, Image kann man sich erarbeiten, Image kann man sich aufbauen, sag ich dir, wie es ist, aber seine Leistung war gut. Hey, oder guck so. Mal. Der zieht Aufmerksamkeit. Aber musikalisch war der besser, doch. Also musikalisch wird es dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr krass, weil wir haben wirklich 40 unglaublich gute und talentierte Künstler. Und ich glaube, diese ganze Atmosphäre. MNS wollte nicht, glaube ich. Ja, ich kann kurz MNS was sagen, aber nur kurz. Der Bruder hatte wirklich bei Icon 4, man hat sich am Anfang auf ihn gefreut, aber er hat sich mit seinen Disses und so, finde ich, vieles, vieles, vieles kaputt gemacht und ist mehr so Richtung Battle-Rap oder Entertainer gegangen und nicht Richtung Rapper und Karriere. Der hatte am Anfang einen Hype da, aber er hat sich vieles, finde ich, kaputt gemacht.
Und dieses Klima wird das Ganze auch sehr stark beeinflussen. Das wird wirklich viel Chaos geben, viele lustige Momente, viele Katastrophen wahrscheinlich. Ich glaube, wir werden auch viele, viele, viele schöne Momente erleben. Liebe Zuschauer, ihr da draußen, sowohl als auch die Jury, habt über... Bro, das ist Top 40 Ankündigung und das Video geht noch 2 Minuten. In den letzten paar Wochen hart dafür gekämpft. Bro, was geht ab? Bisher wurde noch nichts Richtiges in dem Video gesagt. Eure Favoriten bei Icon 5 zu platzieren. Mach mal Platz da! Und jetzt ist es endlich soweit. Okay. Ich freue mich, euch offiziell die 40 besten Newcomer in ganz Deutschland. Okay, dann zeig mal her. Kelmo gut, Shabab gut. Nayan war gut. Von Neska habe ich nicht gefühlt seine Buffrunde, aber mal gucken, was er macht. Asuna gut. Und darf keiner sehen. Fasse. Race, Alan. Du musst dir alles selbst verdienen. Mein Bruder kommt mit auf das Straße, lernt zu fliegen. Skepta. Guck mal, ich kann euch kurz sagen, von denen, wer so Deal-Potenzial hat, Kelmo wirkt schon etwas geschliffen, Shabab hat Potenzial, Nayan muss ich noch gucken, was er noch machen wird, Hasuna hat Deal-Potenzial, Race hat auch Deal-Potenzial. Auf Alan bin ich gespannt. Danny, der war gut. Auch gut, auch gut. Kali. Kali, Vito. Ja, Mann, Vito, wichtig. Boah, Digga, wisst ihr, was mir gerade auffällt? So, Rap LaRue ist natürlich erst 2. Folge. Aber Icon hat die besseren Künstler. Also bis jetzt, ich bin noch gespannt auf Rap LaRue, aber Icon hat auf jeden Fall bisher sehr krasse Künstler. Kiris. Ozan, Capital Bras Liebling, sagst du? Capital Bra will einfach mit Ozan nach Dubai, habe ich gehört. Also, Bensko, wichtig, wichtig. Okay. Atta, auf Atta bin ich, mal gucken, was er macht, aber ich fand ihn in der Booth nicht gut. Trotzdem mal gucken. Biggie. Ah, sie ist auch weitergekommen. Sari, eine Künstlerin und ich fand sie nicht schlecht, ich fand sie sogar gut. Baro auch gut. Baro ist echt gut. Baro hat auch Deal-Potenzial. Kenan, gut. Smelly. Okay. Leute, ich kann euch nur eine Sache versprechen. Icon 5 wird verrückt. Ich kann euch auf jeden Fall eine Sache sagen. Es wird auf jeden Fall First? First, ist er auch weiter? Nee, Bro, habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Wir haben Challenges und Tage vorbereitet. Dieses Jahr wird ein bisschen teuflisch. Denn es wird Bruder. Wie ist Ventura, Redon? Stimmt. Ach du Scheiße, Ventura ist nicht dabei. Ventura war doch voll gut. Ich schwör's dir, Ventura war gut. Seine Buffrunde war gut. Die hat mir gefallen. Aber das Problem bei Ventura war einfach, und ich wusste, dass Künstler darunter leiden werden, unter diesem von 5 Künstler kommen 2 weiter. Und Ventura hat jetzt dadurch gelitten. Er kam in diese starke Folge mit den ganzen starken Künstlern rein. Und deswegen ist er nicht weiter. Wenn er in einer anderen Folge, Folge 13, 14 wäre, wäre er weitergekommen. Ich wusste, einige werden darunter leiden und Ventura war, ist jetzt einer davon. Boah, das ist ärgerlich. Ist Shefi nicht weiter? Shefi war besser als die Hälfte der Top 40, aber ist trotzdem nicht weiter. Krass. Shefi war echt gut, okay. Shefi, Ventura waren gut. Ey, das ist ernst? Ey, ich schwöre, du kriegst den absoluten Knackschieben, Alter. Ey, keine Ratte wird da drin bleiben. Ich sag dir, wie es ist. Das wird die krasseste Show, die Deutschrap je gesehen. Ich sag dir, wie es ist. Das wird der absolute Horror.
Okay. Er hat Biggie. Er hatte Biggie und Baro in der Folge, ja, genau. Er war mit Baro und Biggie in einer Folge. Das war wirklich sein. Das wurde ihm zum Verhängnis. Ah, schade. Schade. Digga, zack. Ja, Community Voting. Ich guck nochmal kurz in den Chat. Okay. Doch, Rap LaRue haben wir auch abgecheckt. Also ich sag euch ehrlich, Top 40 ist gut, aber einige, die ich... Guck mal, ich kann euch kurz mal sagen, wen ich anstelle von... Ich hätte zum Beispiel... Ja, guck mal, was Community Voting... Ein Atta ist durch Community Voting weitergekommen. Ein Atta hätte ich rausgemacht. Raus. Und dafür ein Ventura reingeholt oder ein Schäfi reingeholt. Das wäre schon mal ein möglicher Platz gewesen, den ich da gemacht habe. Von denen hier, ja, das passt so. Der war auch gut. Akawi wichtig. Aber warum sind Yasin und Adaver getrennt? Die sind, ja, okay. Vielleicht hätte man die noch als einen Künstler sehen können, aber egal. Und von denen hier, Skandal, JZ, Akawi, Mokro, ja, das passt auch, von denen hätte ich jetzt auch keinen rausgekickt. Infinite war auch gut. JZ direkt raus, wegen kein gute Teamarbeit. Ja, das war bei Icon 4. Ich hoffe, JZ wird sich straffen, aber seine Buffrunde war gut. Muss man JZ lassen. Das war eine gute Leistung. Von denen hier... Boah, ich kann mich an die jetzt nicht mehr ganz erinnern. Ozan, weiter, Keris, weiter, Atta. Überzeug uns, Atta. Bensko, weiter, Azu, weiter. Saki war auch gut, ne? Ja, der war auch gut. Den habe ich nicht mehr im Kopf. Weiter. Baro wird... Ich glaube, Baro wird auch gut übernehmen. Kennen? Smelly? Das First. Ruba 47. Der Bruder hat's geschafft. Ruba, herzlichen Glückwunsch, Bro. Okay. Ich sag euch ehrlich, Smelly, so eine Fehlentscheidung. Nein, vertrau mir, Smelly wird noch coolen Vibe bringen. Smelly, schau dir seine Bewerbung an. Buff-Runde war auch okay. Ich glaube, der wird da echt nochmal frischen Wind in die Szene bringen. Okay. Fühl Baro so geisteskrank, genau mein Film. Baro wird, ich glaube, der wird schon gut auseinandernehmen. Von dem erwarte ich auch. Okay, also ich sag euch ganz ehrlich, Top 40 ist ein Brett, muss man einfach ehrlich sagen. Top 40 ist Brett. Wie Franjo ist nicht weiter. Stimmt. Okay, das ist... ich beende hier mal das YouTube-Video. Wir können hier im Chat noch ein bisschen diskutieren. Das war's mit dem Video. Kommt gerne vorbei auf Twitch. Erster Link, ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.